Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von dem Leben der Bella Krusel. Ja, wir sind hier in der Familie Kurios und unsere liebe Bella, die ist hier mit eingezogen. Die möchte zwar ihre zwei Liebschaften jetzt gleichzeitig haben, das locke ich auch mal ein, weil irgendwie möchte ich... Ups, die ist gerade gesprungen, oder? Weil ich möchte ihr den Wunsch schon im Grunde gerne erfüllen, was wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen wird, dass sie vielleicht Friedbert doch nicht heiratet. Ich weiß es noch nicht. Also das habe ich mir noch nicht so ganz überlegt. Ihr könnt ja mal gerne mal schreiben, was ihr meint, ob die beiden heiraten sollen oder lieber doch nicht. Ich denke, sie wird jetzt nicht unbedingt mit allen dreien Kuriosbrüdern hier eine Liebschaft anfangen. Ich glaube, das gäbe sonst böses Blut. Aber es gibt ja auch noch viele, viele mehr andere Sims hier in dieser Welt. So, unser lieber Egon, der lernt gerade noch. Okay, dann gucke ich jetzt gerade mal. Unser Pascal, der ist auch noch am Lernen von Mechanik. Wann musst du? Du musst doch ziemlich früh aus dem Bett, oder? Warte, komm, hier ist es. Ach nee, der hat heute frei. Und dann lasse ich ihn mal weiter lernen. Friedbert, der muss um 14 Uhr wieder am Sonntag. Nee, er hat auch noch ein bisschen Zeit. Was lernst du gerade? Kochen. Ich habe die jetzt mal alle zum Lernen hier hingeschickt, ja? Hier, alle Männer am Lernen. Ist das nicht cool? Bis auf unser Jüngster, okay. Der schläft, glaube ich, oder? Ja, der ist im Bett, aber macht ja nichts. Die anderen sind alle am Lernen. Cool, cool. Ein schönes Bild, echt wahr. Hier muss ich mal gerade ein Bild machen. So, alle Mann am Lernen. von daher habe ich gerade, glaube ich, nichts anderes zu tun, als denen mal hier dabei zuzuschauen. Deswegen spule ich mal gerade ein bisschen vor. Diese lernen wirklich eins nach dem anderen. Chuck, chuck, chuck. Super, super, super. Wow, Egon ist richtig, richtig schnell beim Lernen. Das finde ich immer echt mega geil. Der wird echt mal cool, geil, hier drauf gehen. Hier, guck mal, der ist schon hier beim Fünfer. Ja, fünfmal Sauberkeitspunkte. Supi. Dann geh doch mal, warte mal, wie geht's dir? Ganz gut. Dann würde ich mal fast behaupten, dann mach noch kochen. Dann hast du mal von jedem zumindest mal angefangen. So. Okay, ich gucke nochmal ganz kurz, ob sie alle eigentlich die lebenslange Zufriedenheit schon gelernt haben, weil damit lernt sich's schneller. Oh, unser Friedbert noch nicht. Dann hör mal auf mit dem Kochen zu lernen. Immerhin hat er drei Punkte geschafft. Geh nochmal auf Toilette und danach kannst du nochmal lebenslange Zufriedenheit lernen. Unser Lutz, dem fehlt ja immer noch der Job. du hast es aber schon gelernt, ja. Oh, ja, gut. So, ich guck mal, unser Kurt. Ja, ich dachte mir schon, der müsste doch bald aufwachen. Oh, der popelt in der Nase. Na, super. Ein Alien-Popel hier. Klasse. So, unsere liebe Bella. Ich glaube, Bella, du müsstest mal gerade aufstehen. Darfst nochmal auf Toilette. Und darfst dann unseren Kurt mal hier aufs Töpfchen setzen. Weil der nämlich auch total mal auf die Toilette müsste. So, und dann den Kurt baden. So, okay. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, Pascal darf mal aufhören zu lernen. Du gehst nochmal ins Bad, dann darfst du das noch säubern. Wer macht hier eigentlich in Zukunft was zu essen? Soll das Bella übernehmen? Unser Butler ist ja nicht mehr da. Den haben wir ja gekündigt. Nachdem er uns hier quasi ausgeraubt hat. Ja, okay, wir konnten ihm nicht bezahlen. Aber er hätte ja auch mal fragen können. Statt gleich ausrauben. Da hätten wir was auch rausholen können. Ah ja, aber so ist das eben. Oh, er ist bald fertig. Super, dann lasse ich dich noch so lange. Oh, jetzt ist unser Kurt, hat doch noch in die Hose gemacht. Wir haben es nicht mehr rechtzeitig geschafft, so ein Mist. Ja, okay. Warte mal kurz, Windeln wechseln.
das müssen wir dann vielleicht dann auch noch gerade machen. Okay, dann gucke ich jetzt nochmal auf Egon. Egon hat Sonntag, ja, den ganzen Tag hat er ja noch Zeit. So, du hast es geschafft, mein lieber Friedbert. Juhu! Ich hab's geschafft. Und dann schicke ich dich mal direkt nochmal ins Bett, weil ich möchte mir deine Unterwäsche anschauen, was du in Unterwäsche trägst. Ich bin mal gespannt, weil der Schlafanzug war ja das Blaue, was dieses blau karierte. Und an Unterwäsche, was hattest du da? Hm, okay. Boxershirt und Hemd, okay. Na denn. So, mein lieber Lutz, ich glaube, du kannst mal kurz noch Reste rausnehmen und dann gucken wir oder gehen wir nochmal auf Jobsuche. Das machen wir direkt nochmal. Hier, nehmen wir doch mal diese Omelettes raus. Pascal. Oh, Pascal geht ins Bett. Du hättest auch noch was essen können, Pascal. Du hast doch eigentlich auch Hunger. Oh, die Omelettes sind leer. Naja, gut, okay. Ist nicht so schlimm. So, hier oben wird der kleine Kurt noch gewindelt. Und Kurt das Sprechen beibringen. Da waren wir, glaube ich, sowieso stehen geblieben. Deswegen dürft ihr zwei das nochmal kurz machen. Das sieht auch lustig aus. Unsere liebe Bella in diesem Schlafanzug. Irgendwie sieht sie echt knuffig aus da drin, finde ich. So, danach, wenn ihr fertig seid, bringst du ihn nochmal ins Bett und dann... Achso, da hat man nichts reingemacht. Oh! Lutz ist schon dabei. Okay, Unterhaltung wollte er nicht. Ah, was wollte er denn nochmal? Habe ich wieder vergessen. Meeresforscherkarriere, okay. Tanz? Nein. Tanz will er auch nicht. Komm. Gastronomie? Nein. Also du darfst auch mal was essen jetzt. Du hast echt Gesetzeshüter? Nein. Auch da hat er schon 4 gemacht. Das ist doch ein fleißiger Junge, oder? Unser Egon. Nein? Okay. So, dann, ich glaube, Lutz bleibt uns noch ein bisschen hier erhalten. Der darf halt dann auch ein bisschen abspülen und Sachen helfen und so. Ich glaube, ich schicke ihn dann mal raus an eine Runde schwimmen. Das darf er dann auch mal machen. So. So, Pascal, der schläft, Friedbert schläft, Lutz, der spült gerade ab und unsere Bella, die lernt noch ein bisschen Sprache. Das dauert ein bisschen noch, ne? Ich spule mal ein bisschen vor, weil die meisten sowieso schlafen. Oh, wobei ich nochmal ganz kurz zu Egon müsste oder wollte. Okay, der spült noch ab, geht noch hier oben ins Bad. An dem Bad fehlen mir eigentlich auch noch ein paar Vorhänge. Aber ich möchte mir nicht wieder so viel Geld auf einmal ausgeben. So, dann lasse ich ihn mal schlafen. Ich hoffe, er kann schlafen, während die beiden daneben quatschen. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ja, Lutz ist hier. Wie ist eigentlich euer aller Fitnesslevel? Ich guck mal. Oh, super. Na, Friedbert könnte ein bisschen... Oh, und Bella könnte auch ein bisschen. Und okay, Egon könnte auch noch mal ein bisschen. Und Kurt, gut, der kann auch nicht. Aber der darf dann später auch mal. So, ich bin mal gespannt. Wobei, die sind ja bald fertig. Und Kurt ist sowieso müde, wird dann noch von Bella ins Bett gebracht. So, ich bleibe noch mal hier. Aber Egon scheint es auch gar nichts auszumachen da drüben. So, ich mache mal ein bisschen tschakka, tschakka, tschakka. Und jetzt haben wir es doch geschafft. Ja! Juhu, wir haben es geschafft. Wir haben das Sprechen gelernt. So, meine liebe Bella. Dann würde ich mal sagen, du darfst hier unten das noch aufräumen. Achso, uns fehlt ja noch eine Spüle, ne? Und dann darfst du was... Frühstück servieren. Mach mal Müsli, da brauchst du keinen Herd und nichts und lernst trotzdem was. Ich kaufe uns auch noch eine Spüle hier.
Und ich kaufe mal nicht die teuerste, die für 300 reicht voll und ganz aus. Direkt daneben, nee, da machen wir sie hin. So. Die hatte ja auch unser Butler mitgenommen, als er alles mitgenommen hat. Deswegen, ja. Was macht sie noch? Gut, ans Töpfchen gewöhnen. Du solltest ihn doch eigentlich ins Bett bringen. Na gut, also, der musste anscheinend doch noch mal auf Toilette. Dann bring ihn doch mal ins Gitterbettchen trotzdem. Und danach darfst du das leeren. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, wie sie das schaffen soll, 20 Liebschaften gleichzeitig zu haben. Ich glaube, wir lernen einfach mal ein paar Leute kennen, während wir hier natürlich den Haushalt schmeißen. Jetzt bring das arme Kind doch mal ins Bett. Heb ihn doch mal hoch, bitte. Irgendwie ziert sie sich. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil jemand anders es vorhat zu machen. Na denn, dann geh mal runter. Mach mal das, was ich gesagt habe. Reste nehmen. Nein, nicht Reste nehmen. Wir machen doch was zu essen. Wo habe ich es denn da? Müsli machen. Pascal hat frei. Friedbert ist wach. Eigentlich, ja, komm, du kannst dich jetzt mal was anziehen. Und was mache ich denn mit dir, mein Lieber? Wobei, du könntest eigentlich auch eine Runde morgens hier schwimmen gehen. Unser lieber Pascal, der ist auch wach. Der hat mal kurz Hallo, guten Morgen, Lutz, gesagt. Und der kriegt ein Müsli. Was machst du? Zudecken, okay. Müsli von der Bella gemacht. Sehr schön. Hier essen. Ja, du kannst den armen Jungen da oben so ruhig zudecken. Bella, warte, stopp. Nicht noch mehr wegräumen. Du selber kannst dich hierhin. Genau. Also früher oder später... Komm schon, ich kann es aufheben. Doch, es geht. Früher oder später würde ich ja gerne hier so ein bisschen Wohnzimmer reinmachen. Und das Esszimmer mehr in diese Richtung. Ich weiß, wobei ich immer noch am Überlegen bin, ob das so gemütlich hier wird, ein Wohnzimmer zu haben, mit so vielen Türen dazwischen. Ja, wir gucken einfach mal. Wir haben ja sowieso noch momentan nicht so viel Geld, um groß umzuräumen. Ich meine, dieses Dunkle hier gefällt mir sowieso nicht so. Und diese Wand, es sieht so... Ja, halt mauerhaft aus. Es gibt auch schöneres Design als das. So, ihr beiden. So, freundet euch so langsam aneinander. Friedbert, der darf dann auch mal was essen gehen. So, komm mal rein essen. Das ist okay. Und unser Kurt, der schläft jetzt erstmal. Unser Egon schläft noch, der soll noch mal ein bisschen ausschlafen und unser wo habe ich den Kurt gesagt? Und der Kurt, der schläft aber auch, ne? Die Namen irgendwann hin, ja? Eure ganzen Namen. Ich weiß auch nicht, warum ich die immer verwechsel. Egon, Kurt und Lutz, glaube ich. Die verwechsel ich irgendwie immer. Naja, wie gesagt, kriege ich auch hin. Oh lala. In Badehose kommt unser Friedbert zum Frühstück. War das Telefon? Ja, Telefon. Geht mal jemand ins Telefon? Irgendjemand ruft uns an. Ich weiß, soll ich sie ans Telefon schicken? Die unterhält sich gerade so toll mit dem Pascal. Friedbert, steh doch mal auf. Mach du das mal gerade. Danach kannst du weiter essen. Unser Schönling, der Friedbert. Hey Friedbert, kann ich Bella sprechen? Ist das unser Butler? nein. Nein. Sie ist beschäftigt, sonst wäre sie ins Telefon gegangen. Weißt du? So, ja. Okay, ein bisschen Hunger hätte sie noch. Ne? So ein kleines bisschen. Okay, sie macht das selber. Ich finde es immer krass. Die geht jetzt ganz nach oben.
Ah ja, gut. Dann, Pascal, mach doch du mal gerade hier, dass du das weglegst. Dann darfst du dir noch was ansehen. Und auch er wird bald wieder Hunger haben. Aber okay. Jetzt muss ich noch mal gucken, was für... Ah, okay. Ich möchte mal an seinem freien Tag, ja, kann er ja so ein bisschen seinem Hobby nachgehen. Das ist die Wissenschaft. Und wir können damit dann hier mal ein bisschen durchsuchen. Durchsuchen? Durchsehen. Durchsehen. So, Egon, wie schaut's mit dir aus? Ja, du bist auch jetzt wach. Dann würde ich sagen, kannst du auch deine Alltagskleidung anziehen und irgendwie fehlt dir ein bisschen Spaß. Lass mich mal gucken. Wobei, du könntest eigentlich dann auch erstmal morgens eine Runde schwimmen gehen. Das macht dann Spaß. Unser Friedbert ist ja noch derjenige, der dann jetzt später Arbeit gehen darf. So, da kannst du noch mal kurz auf Toilette und dich vielleicht duschen und dann säubern. Ach, ist schon viel ruhiger jetzt hier. Lag das am Butler? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie schon komisch. Also seitdem der Butler nicht mehr da ist, ist es wirklich ein bisschen ruhiger geworden. So, das da darfst du mit kurz auf Toilette gehen und dann unseren Kurt rauslassen. So, den Kurt rauslassen, dann noch das hier leeren. Ich dachte, ich hätte es schon geleert. Armes Kindchen. Komm schon. Alles ist gut. Ich helfe dir raus. Komm. Wenn ich es nicht machen würde. Gut, okay, so. Und einmal nach unten setzen. Super. Ich komme gleich wieder. Ich muss erstmal deine Toilette leeren, damit ich dich aufs Töpfchen setzen kann. So, dann geh mal und dann aufs Töpfchen setzen. Und dann hättest du mal Hunger. Jetzt muss ich mal gucken, hat einer von euch... Ach, das wäre so schön gewesen, wenn einer irgendwas gelb zumindest gewesen wäre. Jetzt geht sie geigen. Du sollst ihr doch aufs Töpfchen helfen. Ihm, nicht ihr, ihm. Weil der spielt wahrscheinlich. Was kann ich denn euch Gutes tun? Insekten aufspüren. Friedbert. Den Tod entrinnen, die Kochfähigkeit und die... Okay, Lutz, der schläft, glaube ich, sowieso noch. Paarberatung würde er gerne lernen. Also, Lutz. Naja, gut. Und sie würde einfach nur mal in den Himmel gucken wollen mit dem Teleskop. Okay. So, einmal ihnen helfen und dann darfst... Na, ich wollte gar nicht weg. Ich wollte da zum Kühlschrank. Flasche für Kurt holen. Unser Egon, der ist ganz fleißig hier im Schwimmbad und hat wieder einen Körperpunkt verdient. Lutz ist gerade aufgestanden. Hallo Lutz. Du darfst mal gerade ins Bad. Baden, Toilette, Freunde hättest du noch gerne. Ich würde mal sagen, lern doch mal die Paarberatung. Ich habe ja die Paarberatung noch nie wirklich angewandt. Ich lerne sie immer nur, aber angewandt habe ich sie irgendwie noch nie. Das wäre ja eigentlich mal interessant. Irgendwie. Dazu brauche ich aber erstmal ein Ehepaar, das Eheberatung braucht. Ha. Naja, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Ne? So, mein lieber Pascal, wie schaut es mit dir aus? Mechanik würdest du gerne lernen und Insekten aufspüren. Kann man das auf der Terrasse auch? Oje, was war jetzt? Was ist das? Was ist denn das? Was hatte der in der Blase gehabt? Irgendjemanden beobachtest du doch auch, oder? So Nachbarn ausspionieren oder so? Er ist ja... Ah, okay, ein Auto. Das sieht aus wie ein Auto von dem Hausmädchen. Das ist irgendeine Skulptur. Das ist ja auch okay. Eigentlich wundere ich mich noch, oder schon, dass noch kein Nachbar hier aufgetaucht ist, dass du vielleicht... der dich entdeckt hat. Das ist unser General wahrscheinlich mit seinem Auto, hä?
Pascal, du sollst in den Himmel schauen und nicht die Nachbarn ausspionieren. Büsche, ja, was auch immer er alles so entdeckt. Büsche, Büsche. Bäume. Oh, Friedbert ist schon allein auf die Arbeit, super. Wer hat denn hier eigentlich angefangen, was zu malen? Ach, das war Bella. Die sich jetzt nochmal hat schlafen liegen. Okay, gut. Egon lernt alles weiter. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, Egon, du darfst jetzt nochmal kurz reinkommen und baden. Ich müsste auch mal so ein paar Freundschaften einfach aufbauen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber okay, also Pascal lasse ich jetzt hier oben. Wobei ich jetzt wirklich mal mit ihm... er hat schon von alleine aufgehört. Und dann darfst du dir noch was aus dem Kühlschrank holen. Lutz lernt Paarberatung. Bella ist jetzt erstmal am Schlafen. Egon kommt jetzt rein und geht mal sich duschen. Tja, was mache ich dann mit dir, mein Lieber? Ich weiß jetzt noch nicht so genau. Vielleicht sollte er noch ein bisschen weiter lernen. Wissen wir bei ihm? Ach ja, er mag auch die Wissenschaft. Ah, wie wäre es mit dir? Wenn du dann mal hier oben wieder ein bisschen durchsiehst. Unser Jüngster, der lernt. Dem geht es eigentlich auch soweit gut. Ja, der lernt halt jetzt einfach mal irgendwas weiter. So, und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Runde von dem Leben der Bella Grusel. Dann geht's am Mittwoch wieder weiter. Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.